Was ist jetzt los? Was? Was ist jetzt los? Hä? Ja, so gut erkannt. Let's go! Let's go. Hallo. Guten Tag. Hallo. Aber warte mal, warum willst du die Reifen wechseln? TÜV. Okay. Moin moin meine Freunde. Willkommen zu einem weiteren Tutorial. How to change my wheels. Ja? Wir müssen entweder das Zelt jetzt aufschlagen oder wir müssen da rein in den Bums. Zelt! Wir machen erstmal die ganzen Pakete da runter. Ist da irgendwas für mich dabei? Nö. Alles mal. Übrigens, jetzt, liebe Sören, muss man noch auf jeden Fall. Was gut machen, ne? Ja, und für die Kupplung. Ja, und ich brauche das in die Dicht. Die Dichtung. Die Dichtung. Mhm. Brauche ich neu. Hier habe ich ihm gesagt, ich meinte, aber er kann mir die einfach zuschicken. Das da ist halt der Zeit. Ja. Und wir wollten ja meine Karre nicht. Mal nachher eh noch fester mit dem, also ich kann dir das nachher noch sagen. Ja gut. Mal gut machen, auf jeden Fall. Wie? Okay. Janik ist so scheu, der will die ganze Zeit weglaufen. Ich bin nicht scheu, ich will einfach nur schnell fertig werden. Echt? Wieso? Keine Zeit? Nee, aber ich hasse Sachen, die noch nicht fertig gemacht sind. Okay, dann machen wir das direkt auf die schnelle Nummer. So Leute, damit herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Was machen wir heute? Ihr habt alle schon oben im Titel gelesen. Wir werden meine... Nee, oben. Titel. Unten ist Beschreibung, oben ist Titel. Stimmt. Ah. Ja. Okay. Ja, warum baue ich so um? Aus folgendem Grund. Der liebe Niklas hat schon seit ein paar Monaten den TÜV überzogen, was er nicht wirklich gemerkt hat. Und ja, deswegen baue ich es jetzt so auf den Ursprung zurück, wie sie war, damit ich auch keine Probleme beim TÜV bekomme. Denn die Felgen sind leider noch nicht eingetragen. Deswegen muss ich leider den Felgensatz wieder umändern, um dementsprechend keine Probleme beim TÜV zu bekommen. Ja, und das machen wir heute. Ach übrigens, ich will auch gerne Schutzfett haben. Ja, 11 Euro das Stück, Digga. Echt? Macht ja nichts, so. Hat mich schon nie auf die Fresse gelegt. Übrigens ein Wheelie-Fell hatte ich schon. Und ey, für 11 Euro Schutz? Kannst du immer noch benutzen? Einer, ne? Ja. Einer hier, nicht beide. Ich find's günstig, ich find's vollkommen das okay. Geht. Ich hab mir jetzt nochmal neu bestellt. Ich glaube 7 Stück oder so. Okay, los geht's. Let's go! Du fahr noch ein bisschen rein. Achso, ich wollte wieder. Ich kann es eigentlich noch halten. Guck mal, habe ich gerade gemerkt. So. Viele Leute wissen ja gar nicht, wie man so Sturz befestigt. Ich habe hier ganz normal eine Gewindestange drin. M8er Größe. Und hat halt durch die Achsmutter durchgebohrt. Ja. So. Puh. Man sieht aber auch, von meinem Sturz ist sie ein bisschen krumm geworden. Auch nur ein bisschen. Janik, wir wissen, dass du behindert bist. Bis 2E24, wenn wir jetzt so gucken. Ha! Auch richtig. Könnte ich eigentlich mal direkt neue Schluffen draufziehen lassen, du? Ja. Oh, ich würde sagen, da kommt auf jeden Fall definitiv vor neue Reifen, bevor ich die montiere. Bin und die, mein klar. Und die müssen dringend geputzt werden, würde ich sagen. Ja, können wir doch gleich machen. Ne. Nicht?
So Leute, Räder sind montiert, hinten vorne, vorne die alte Bremsscheibe, hinten eine neue Bremsscheibe und ein altes Kettenrad. Aber genau dasselbe, was an der davor dran war auch, ja. Ja, genau. Jetzt müssen wir noch eben die Bremstischkeit entlüften, beziehungsweise das Bremssystem entlüften. Denn wir haben jetzt den alten Sattel wieder drauf, weil ich ehrlich gesagt nicht Lust habe, jetzt mit der dicken Bremsscheibe noch an der Enduro-Felge. Das sah bestimmt cool aus, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Bei so einer dicken 21 Zoll Felge. Da wird die Bremsscheibe hier sein, würde die auch verhältnismäßig klein aussehen noch. Ja, jetzt sind wir mal gerade am gucken. Ich habe jetzt hier wieder das von Stahlbus, das Schnellentlüftungsventil drauf. Das funktioniert wie folgt. Man dreht ein bis zwei Umdrehungen auf. Da, jetzt merkt man schon, es kommt ein bisschen Bremsflüssigkeit. So, das passt. Und jetzt heißt es nur immer ganz leicht pumpen. Worauf sollte man dabei achten? Gar nichts. Man pumpt jetzt. Was ist mit dem Behälter da? Der sollte halt dementsprechend immer voll sein, ne? Das meinte ich doch. Siehst du das? Immer wenn ich oben pumpe, kommt unten was raus. Siehst du das? Warte. So, jetzt kannst du mal pumpen. Ja, sieht man. Ja. Spritzt hier sogar ab und zu ein bisschen. So, und jetzt haben wir schön Bremsdruck. So wie es sich gehört. So funktioniert das System. Ihr müsst leider auch bei der anderen Lüftungsschraube ein, zwei Mal kurz entlüften, weil sich da auch noch mal ein bisschen Luft gesammelt hat. Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall beide Kanäle dann nochmal aufmachen. Ja, das war's eigentlich, ne? Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo gerne auch. Resultat. Ich würde sagen, sieht total ungewohnt aus, so. Den Stollenreifen. Ja. Oder? Boah, sieht irgendwie komisch aus. Mach nochmal so von der Weite so eine Perspektive. Dann dreh ich nochmal ganz so kurz. Traurig aus, so, ne? So Enduro-mäßig halt, ne? Ja. Virtuell im Hintergrund auch. Ja, aber ich würde sagen, ich fahre auf jeden Fall damit Enduro, weil bisher bin ich nicht ein einziges Mal Enduro gefahren. Ich glaube, im nächsten Video blende ich euch mal ein bisschen damit ein, wie man damit Enduro, beziehungsweise wie ich damit Enduro gefahren bin. So ein paar Szenen. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Bis zum nächsten Video. Haut rein. So this is how we end.